Willkommen wieder zum Banjo-Kazooie Let's Play. Wir waren im Bubblegum Swamp fertig. Jetzt gehen wir mal die Eiswelt öffnen. Ich zeige euch das gleich mal, wie das geht. Also erstmal an diesen Viechern, die ultra nervig sind, so vom Sound her. Vorbei. Und dann findet ihr hier auf der Seite Gummistiefel. Dann geht nicht dein Ernst, Bruder. So. So, nochmal. Diesmal ohne Störungen. Dann müsst ihr da hinten links reingehen, da ist ein Rohr. Da geht ihr einmal durch. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Wow. Also, da ist der Eislevel. So, willkommen. Hier können wir... Da. Freezy Peak! Jawohl. Freezy Peak geöffnet. Und das ist, ja... Boing. Da oben sind wieder die Gummistiefel. Ich schau mal schnell, ob ich da oben noch was gab. Nö. So. Ich sehe nichts, Bruder. Ist aber kein Problem, da werden wir halt die jetzt mal kurz gebissen. Da vorne ist ja eine Bienenwabe. Ein... Oh. So. Ein Bienenstock. So, und weiter geht's. Wir ziehen hier durch. Gehen hier rein. Und jetzt heißt es rein hier. Wow. So, dafür braucht ihr 260 Ding. So, da gehen wir natürlich rein. 400 haben wir. Easy Money. So. Das hier ist aber nicht... Da könnt ihr einmal reingehen. Machen wir jetzt noch nicht. Ich suche jetzt erstmal die Schneelevel. Ich glaube, dass er tatsächlich hier ist. Oder ein Pott. Ah ja. Ah. Ja, nee, warte mal. Da zeige ich euch mal schnell was anderes erstmal. Passt auf. Wir haben ja vorhin auch einen Hexenschalter betätigt. Oh. Easy. Wir haben auch schon 5 hier. 5 Puzzleteile in dieser Area. In Gruntildas Höhle. Und wir gehen hier rein. Hier waren wir ja jetzt schon. Rechts geht's zur Wüste. Hier hinter findet ihr einen Mumbo-Schädel. Ja, ja, Oma, babbel mal nicht. Weiß gar nicht mehr, wie das ging. Aber ich weiß, da hinten ist das Schneelevel. Da gehen wir jetzt erstmal rein.
Rar. So. So, Freezy Peak, willkommen, Freunde. Willkommen, jetzt wird's kalt. Banjo mit kurzer Hose, immerhin hat er ein Fell. So. Sehr schön. Lass mich hier durchmarschieren. Das braucht ihr später. Ihr würdet sogar ein Timeframe auslösen. Braucht ihr aber alles erst später. Dann, weil ihr lernt hier einen Move mit so Turnschuhen. Genau. Aber das zeige ich euch ein andermal. Aua. Das war schon zu hoch. Meine Güte, Banjo. Und rein in Freezy Peaks. Wunderbar. Auf. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Mal sehen, ob ihr ihn findet. So, willkommen in Freezy Peak. Es ist wunderschön. So, auf geht's, Freunde. Wir schauen uns um hier. Wir gehen mal als erstes hier rein. So, das ist aber schlechte Stimmung hier. Was geht bei euch? Eul, wo sind die Geschenke? Unser Papi Boogie wollte uns etwas mitbringen und ist schon so lange weg. Okay. Erstmal den Schädel hier einsacken. Okay, ich glaube, wir müssen für die Jungs da mal Geschenke besorgen. Darum kümmern wir uns. Ehrenmann. Aktion. Ja, erstmal hier die Dinger. Schauen, ob ich noch goldene Federn brauche. Ne, ist auch auf Cap, läuft. So, dann machen wir uns mal auf in den Level. Schon die ersten Noten. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helft dem armen Boogie. Also mit einer Stampfattacke kommt ihr hier... Oh, voll ins Gesicht. Kommt ihr hier übrigens nicht sehr weit. Das kann ich euch gleich mal sagen. Ihr müsst hier was anderes machen. Auch wenn ich jetzt nicht getroffen habe, ich weiß. Aber ihr könnt nicht mit einer Stampfattacke auf seinen Bauch drauf knallen. Da braucht ihr schon was Heftigeres diesmal. So, wir holen uns die ersten 9 Noten. So, hat funktioniert. So, dann gehen wir mal hier rüber. Erstmal Noten pushen, Leute. Erstmal Noten pushen. Und einen Schädel. So. Noch ein Schädel. Ist ja bei 21. Läuft doch. Die nächste Verwandlung kann kommen, Freunde. So. Jetzt nochmal gucken. Ah, da habe ich doch was gesehen. Also, erstes... erstes Geschenk von den Jungs. Oh, dürfte übrigens nicht ins Wasser fallen. Es ist eiskalt. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Alright. Oh, Bruder. Jetzt aber nicht so. Gib ihn dir, Bruder. Zack. Und down ist er. Wir gehen mal hier den Schal hoch. In Gryffindor-Farben. Kam der Harry Potter-Nerd raus. Wir gehen weiter hoch. So. Und weiter hoch. Ihr seht einiges an Noten und Federn. So, als erstes, Freunde. So, wir haben jetzt alles eingesammelt. Nicht dein Ernst gerade, Bruder. Und jetzt wird's richtig derb. Jetzt wird's richtig derb. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. So schlecht schon wieder, ey. So, dann gehen wir schneller hoch. Chillt mal. Nochmal 4 Noten. Was ich da oben eigentlich machen wollte, ist einen Jinjo holen, aber das ging, war eher schlecht als recht, Freunde. So. Auf geht's. Und mach mal das halt anders. Ist ja überhaupt gar kein Thema. Wir haben ja Alternativen, Freunde. Chillt mal jetzt.
Was geht hier ab? Ah, das ist da, wo der Typ... Ja, genau. Da jetzt sind wir wieder am Anfang. Noch mehr Noten für euch. Leute, quält euch nicht ab, diese Noten hier im Wasser zu holen. Da könnt ihr euch nachher als Walross verwandelt dahin. So, erstmal Jinjo Time. Jinjo! Schade, das passiert, wenn man einfach ins Wasser rennt wie so ein Dulli. Da kommt genau das dabei raus. Alter, nochmal? So. Weiter geht's. Da haben wir Noten. Ja, und ihr werdet euch denken, Alter, gehen mir diese Schneemänner mit ihrem Ho-Ho-Ho-Ho auf den Sack. Mir auch, und deswegen holen wir uns ein Puzzleteil. Man kriegt nämlich ein Puzzleteil, indem man alle diese Jabronis alle macht. Was war gestern schon? Komm jetzt. Was war schon? Jawohl. Aber ich habe den Move noch nicht mal gelernt. Ach, ich bin ein loster Typ, ey. Ist egal. Dann machen wir das, was wir vorhin machen wollten. Ich bin, flexibel. Verschwinde, Schmutz. Jawohl. So, erstmal wieder Noten. Ja. Ja, ich weiß, ich race da ein bisschen heftig rum. Also wie ihr seht, Noten sind hier relativ easy zu kriegen. Sind jetzt schon auf Anhieb bei 56. So, und jetzt müssten wir mal gucken, wo ist der Besen? Ja, das muss ich ja jetzt nicht von hier oben mir geben. Da, 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 da. Der Besen ist hier und der Jinjo, zu dem ich vorhin hin wollte und so kläglich gescheitert bin, ist hier. Also, 2 von 5. Jinjo ist auch am Start. Dann als nächstes, bevor ihr hier auf dem Schlitten runterrast. Okay. Nee, ist gar nicht notwendig. Okay, läuft. Da oben habt ihr noch ein Geschenk. Ganz wichtig. Whee. Okay, das wollte ich nicht. Okay. Und jetzt halt ganz vorsichtig. Da wollt ihr nicht runterfallen. Und da drin ist ein Puzzleteil. Unser erstes in diesem Level. Aber ist gar kein Thema. Wir holen uns gleich das nächste. Und noch ein Schädel. Ah! Das tut gut. Hey, ihr habt meinen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Alles klar, Bruder. Servus. So. Sehr schön. Das ist das zweite. Mensch, die haben halt Spaß mit ihrem Rumgelache. Alter, die Kamera manchmal. Ne? Wir kommen wieder auf den Nintendo 64. Beziehungsweise damals war es ja das Nintendo 64. So. Da. Jawohl. Und wir holen noch weiter Noten. Ihr kennt mich. Erstmal alles grabben, was es zu grabben gibt. Also den Easy Stuff. Komm, mach einen Abgang, Bro. Sehr schön. Note. Note. Noch eine Note. Aber wisst ihr was? Wir brauchen erstmal einen neuen Move. Den findet ihr hier hinten. Der Maulwurf hat sich da versteckt. Servus, Bro. Bull. Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kazooie. Klingt super. Erzähl mehr, Blindschleiche. Drücke X, wenn du fliegst, um Kazooie wie eine Rakete auf die Ziel schießen zu lassen. Ziele, dass sich jedes Mal eine rote Feder kostet. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Alles klar? Alles klar? Da oben haben wir wieder mal ein paar Noten. Da habe ich noch einen Schädel.
Alter, vielleicht willst du halt dann irgendwann mal eins aufsammeln von den Sachen, die du hier erzählst, ne? Oder? Und ein Jinjo sehe ich da oben. Alter Bruder, jetzt chill mal. Really. Also, gerade bin ich irgendwie... Ne? Können wir uns mal klar. Alles klar. Ritter Jinjo, läuft. So, da unten haben wir nochmal... Haben wir nochmal vier solche Noten. Jawohl, jetzt sind wir bei 69 von 100. Ah, noch mehr Noten. 73. Ih, ein böser Bär. Böser Bär, Alter. Bruder, da muss ich dann auch los. Jetzt kann sich Mozart heraustrauen. Also, da müsst ihr später hin. Erstmal extra Life abgreifen. Na klar, Bruder. So. Würde ich uns mal sagen, so passend zur Weihnachtszeit, machen wir erstmal einen Weihnachtsbaum an. Was sagt ihr? Ach, freue ich mich schon, euch auf den Sack nachher zu gehen. Dafür brauchen wir erstmal Lampen. Und die sind hier drin. Hier sind die Twinkles. Schütze uns auf dem Weg, den Baum vor den Lichterfressern. Dann können wir den Baum erleuchten. Okay. Was für ein Cheater-Schmutz. So, in der Reihenfolge wird es relativ schwer werden. Das kann ich garantieren. Das müssen wir nochmal neu machen. Fangt so an, Leute. Sonst wird es wirklich schwierig. Wir müssen insgesamt 10 Lampen reinbringen. Wir werden es schaffen, da machen wir jetzt keine Sorgen drum, aber... Ist eh schon geschafft. So, ja, war knapper, als ich es eigentlich wollte, Leute, aber... Egal, gewonnen ist gewonnen. Ziemlich knapp. Alter, da sagst es. Aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Ja, der Schalter ist nicht so schwer zu finden, Freunde. Der ist auf der Rückseite. Aber das war's nicht. Das kann ich euch sagen. Bruder, was machst du? So. Hurra! Findet den Stern und ihr werdet belohnt. So, ihr müsst jetzt Folgendes machen. Ihr rennt schnell mit Kazooie und Banjo darüber. Ja, das ist gar nicht so easy. Dann springt ihr hier drauf und macht... Und dann seht ihr den Stern da oben auf der Spitze des Weihnachtsbaums. Ihr müsst da dreimal durchfliegen. Ja, ihr habt richtig gehört. Dreimal. Macht ganz viel Spaß. Nummer zwei. Komm jetzt, mach kein Auge! So. Das war's. Jetzt habt ihr keinen Zeitstress mehr, Freunde. Jetzt gibt's eigentlich nur noch eine Sache. Und zwar... in den Weihnachtsbaum rein. Na, oh! Ich glaube, hier ist noch ein... Jawohl! Ein Mumbo-Schädel. So, ganz unten ist das Geschenk. Das letzte, was wir noch brauchen. Okay, Bruder. Ja, genau. Geh wieder raus. Ist komplett gut gewesen. So, dann haben wir hier wieder Noten, selbstverständlich. Wie sollte es auch anders sein? Sieht doch fantastisch aus bisher. So, jetzt sind wir bei 85. Wir gehen weiter hoch. Können wir nochmal die Federn aufstocken, weil wir haben jetzt durch dieses Rumgefliege schon ein bisschen welche gebraucht. So, wir sind wieder voll.
Und dann gehen wir ganz hoch und holen uns unsere Belohnung von eben ab. Hier! Hier oben war das Puzzleteil. Jawohl, 3. So. Das war's auch schon wieder. Aua. So, ich würde mal sagen, da die Jungs sehr traurig sind, bringen wir ihnen erstmal ihre Geschenke. Und ja, die leben ja hier in diesem Iglu dementsprechend. So. Wow, danke, brauner Bär. Cool, noch ein Geschenk. Fehlt nur noch eins. Das habe ich auch dabei. Yippie, jetzt sind wir alle glücklich. Das ist für dich. Richtige Ehrenmann-Aktion vom Banjo. Sehr nice. 4 Stück. Übrigens, die Jungs sind auch Fans, wie ihr seht, hier am extra ein Bild von uns aufgehängt. Wir gehen raus. So. Läuft doch eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So. Würde ich mal sagen, mach mal als nächstes das, was ich ja vorhin eigentlich machen wollte. Und zwar alle diese Schneemänner mit ihren Hüten zerstören, die so gehässig lachen. Ho, 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 ho. Ihr lacht gleich nicht mehr, ihr Schmutztypen. Und ihr müsst genau das machen, bloß im Gegensatz zu mir müsst ihr treffen. Und zwar so. So. Und nochmal. Mehr ist es eigentlich nicht. Ist eigentlich relativ easy. Sehr schön. Ja, der hier ist was Besonderes, Freunde. Der droppt nämlich eine leere Honigwabe. Die holen wir uns nachher gleich. Ich will nur schnell alle durchziehen, wenn wir schon gerade dabei sind. Ah, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Müssen wir auch mal ganz klare, ehrliche und kritische Worte finden. Oder, da ist einer. Ein Sniper. So, ja. Dafür kriegst du es jetzt voll. Da, 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 da. Das Puzzleteil holt ihr euch übrigens ganz oben ab. Das heißt, ihr müsst ein bisschen hoch. Ein bisschen ist gut. Ihr seht, das geht ganz schön auf Kosten der Federn. Jawohl. Das war Nummer 5. Jetzt müssen wir nochmal gucken hier. Jetzt mal so auf den Seite des Hutes. Ich würde sagen, wir holen uns unsere Rewards ab. Und zwar für die Kills an diesen doofen Schneemännern. Also, wie gesagt, dieses Puzzleteil kriegt ihr, wenn ihr alle Schneemänner umnietet. Na komm, Kazooie, zieh mal durch. Wow, Alter, komplett crazy, der Junge. Bruder, jetzt muss ich aber los. Ist okay, ist okay. So. Also, diese ganzen Schneemänner-Johnnies, die wir da umgenietet haben, die droppen natürlich was. Kein Auge. Jawohl. Und zwar hier, der wichtige. Hui, ich werde wahrscheinlich ins Wasser knallen. Jawohl. Läuft bei mir. Ja. Ich glaube, die anderen, die meisten haben dann nur noch Mumbo-Schädel gedroppt. Hier zum Beispiel. Jawohl. 26 Stück. Sieht doch gut aus. Da war ein Hexenschalter drunter. Das kann ich euch auch sagen. Auch unter diesem Schneemann, den ihr da umgenietet habt. Ui, oh Bruder, das war... hat das Game Mitleid mit mir. Hexenschalter betätigt. Jawoll. So, wir gehen wieder hier hin. Da hinten hat noch einer einen Mumbo-Schädel dagelassen. So. Ikom, bokom.
So, und jetzt gehen wir uns verwandeln, würde ich sagen. Wir haben fleißig Mumuschädel gesammelt. Dementsprechend haben wir es uns jetzt auch verdient, uns verwandeln zu lassen. In was, verrate ich euch noch nicht. Das seht ihr aber eh gleich. Ist natürlich ein Polartier, in das wir uns verwandeln. Dann können wir nämlich auch endlich diese Dinger hier holen. So. Ich weiß nicht, warum die hier eigentlich keine Gummistiefel oder sowas hingemacht haben, wie sie es hier auf der Seite gemacht haben. Das geht ab, oder? Okay, scheiß drauf. Oben ist ein extra Leben, wenn ihr euch damit abmühen wollt. Gebt Gas. Servus! Er schläft. Oh, habt ihr das gehört? Servus! Erstmal... Oh mein Gott. Oder jetzt habe ich ihn aufgeweckt. Dumm angestellt und aufgeweckt. Servus, Jinjo! Das war Nummer 4 von 5. Noch ein paar Noten. Und wir verwandeln uns. 15 Schädel haben wir easy. Wir sind ein Walross. Banjo jetzt ganz dick und große Zähne haben. Hohohoho. Alles klar, Bruder. Servus und danke. So, mit diesem Walross können wir einige Puzzleteile holen natürlich. Und auch ein paar Noten. Also ihr könnt da ohne Probleme im Eiswasser rumgeigen, ne? Ist klar, Walross und so. Und jetzt holen wir uns die 100 Noten. Die restlichen 9 Stück findet ihr hier. Jawohl. 98, 99 and 100. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Danke, Bruder. Warte mal, da sind ja auch rote Federn. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Die brauchen wir nämlich tatsächlich. Aber oh, was haben wir da? Sehr schön. 19 Stück. So, erste Ding, die wir uns holen, ist die Schlittenfahrt. So, Bro. Ich bin bereit. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpf auf den Schlitten. Ja, hallo, Mann. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1, and here we go. So. Schauen wir mal, was wir tun können, um hier zu gewinnen. Druck macht er schon anständig von hinten, der Kollege. Also, na, ihr wisst doch, was wir. Ja, jetzt macht er übel Druck. Ja, und verkackt. Ich glaube nicht, dass ich das noch gewinne. Und wenn, wird es das Comeback des Jahres. Muss man dem vorbei, Mann. Oha. Jetzt bin ich viel schlechter gefahren und habe gewonnen. Ach, komm. Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt, das hier ist deine Belohnung. Ich schulde mir ein... Ich suche mir einen, Alter. Suche mir einen schwächeren Gegner. Ja, der werden dann wir auch nochmal sein. Sehr schön, Nummer 6. Servus. Wow, noch ein Walross, nimm das. Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Hey, chill mal. So. So, 7 Puzzleteile. Wir haben 100 Noten schon. Ich kann euch sagen, hier kommt ihr danach herein. Hier oben kriegt ihr den Jinjo, da gehen wir aber nachher noch hin. Den können wir nämlich holen. Da müssen wir nachher als Banjo und Kazooie rein. Warum ich jetzt hier reingegangen bin, ist deswegen. Hier gibt es nämlich eine Wabe für euch.
Das ist die zweite von zwei. Boing. Das Zeug sammeln wir auch noch mit ein. Extra Life für euch. Gerade Federn brauchen wir gerade sowieso, gerade die roten. Weil wir haben noch eine Sache zu tun mit roten Federn, das kann ich euch sagen. So. So, Servus. Und als nächstes Mal kommen wir wieder als Banjo und Kazooie zurück. Ihr habt jetzt quasi alles, was ich jetzt gerade gemacht habe, habt ihr erledigt mit dem Walross. Das heißt, ihr braucht da nichts mehr mit dem Walross zu tun. Wir holen hier noch einen Mumbo-Schädel. Da sind wir bei 13. Für unsere nächste Verwandlung. So, wir gehen uns aber erstmal zurückverwandeln. So. Er schläft wieder mal. Man kennt ihn. Jawoll. Huberda. 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 Sehr nice. So, mit den Gummistiefeln könnt ihr natürlich durchs kalte Wasser laufen. So. Oh, ja, genau. Renn einfach da runter. Läuft bei dir. Da würdet ihr komplett ins Eiswasser fallen. Gut, das nicht. Das würde ich sagen, wir unseren Kollegen, den Jinjo. Das war doch jetzt echt nicht so hoch. So. Da drüben, er freut sich nicht, uns zu sehen. Das kann ich euch sagen. Sehr schön, das ist die 8. Und die letzten beiden zeige ich euch auch noch. Servus. Schon wieder dieser Bär. Nimm die orangefarbene Nervensäge und lass den armen Wusser alleine. Haben wir mitgenommen, den Kollegen. So. Das war schon mal die eine. So, ich zeige euch jetzt das nächste Puzzleteil. Hat auch wieder was mit Flug zu tun. Und zwar, ich zeige es euch. Seht ihr diese Knöpfe da an den Schneemännern? Und zwar den hier. Die müsst ihr alle drei abschießen und dann habt ihr es eigentlich. Oh, das war etwas schlecht. Kriegen wir aber auch hin. Oder. Und nochmal. Easy Money, Leute. Wirklich nichts Schweres. So, und das ist unsere Nummer 9. So, und für die Nummer 10. Das ist hier speziell das erste Mal in dem Level, beziehungsweise in den Levels von Banjo-Kazooie. Hier oben müsst ihr nochmal als Banjo und Kazooie gegen den Bären antreten. Hey Kumpel, wie wäre es mit einem Wettrennen? Mit A geht's los, feige Bären drücken B. Ich bin nicht feige, ich drück A, aber ich kann nicht. Die Spielregeln sind ganz einfach, Flitze, bla bla bla, ne? Also wir sollen hier wieder dasselbe machen wie vorhin. Wir können aber noch nicht. Weil wir müssen hier diese Turnschuhe anziehen, weil wir wirklich verflucht schnell sein müssen, Freunde. Und das geht natürlich nur, wenn wir den Move haben. Den Move findet ihr aber nicht in diesem Level und auch in keinem vorherigen Level, sondern die findet ihr im nächsten Level in Gobi's Valley. Checkt auf jeden Fall das Video aus, rechts oben. Da findet ihr den Move und dann könnt ihr hier wieder zurückkommen. Ihr könnt das nicht, bevor ihr Gobi's Valley nicht gemacht habt, könnt ihr dieses Puzzleteil nicht holen. Von dem her, wir sehen uns gleich wieder. Ich mach das mal schnell.
So, meine Freunde, ich war in Gobi's Valley schnell. Hey Kumpel, wie wäre es mit einem Wettrennen? Ja, kennen wir ja. Spielregeln sind ganz einfach, bla bla bla. Ist genau dasselbe wie mit dem Walross vorhin. Jetzt könnt ihr nämlich diese Turnschuhe nutzen. So, nur meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, ob das mir so viel gebracht hat hier, der Spaß. Ich glaube nicht, weil ich bild mir ein, er zieht gerade hart durch. Definitiv nicht. Hat mir gar nichts gebracht. Ich finde sogar, dass ich schlechter bin, obwohl ich eigentlich besser gelaufen bin. So, da, wo er jetzt ist, muss man ihn irgendwie durchpacen. Und schon hat er mich. Wir machen jetzt mal ein wenig langsam. So. Für mich ist das eine Art Cheat. Weil jetzt hat er irgendwie die Pace runtergefahren. Und damit konnten wir ihn überholen. Und damit haben wir uns auch das Puzzleteil geholt. Also, Leute, hier kommt es tatsächlich nicht drauf an, wie gut ihr fahrt, sondern ihr müsst zur richtigen Stelle runterpacen. Ist bescheuert. Ich finde es auch nicht gut. Ich finde, hier sollte der gewinnen, der am schnellsten ist. Aber das geht nicht. Also, meiner Meinung nach nicht. Ich könnte mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich habe es sehr oft versucht, es hat nicht funktioniert. Aber scheiß drauf. Nummer 10. Und dieser hiermit ist dieser Level komplettiert. Ich danke. So, wir schauen uns das aber auch in der Statistik natürlich an, wie immer. Wir haben 100 Noten. 10 Puzzleteile, 2 Waben haben dafür ca. 36 Minuten gebraucht. Und dementsprechend, ich begleite euch noch aus dem Level raus. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und gucken dann in die nächste Folge in Gobi's Valley. Wie gesagt, dieses Puzzleteil könnt ihr erst holen, Freunde, wenn ihr wenn ihr in Gobi's Valley den letzten Move geholt habt mit den Turnschuhen, dass ihr eben mit diesen Turnschuhen rennen könnt. Ansonsten könnt ihr den noch nicht machen. Ganz wichtig für euch. Und ja, wir bewegen uns kurz vor dem Ende des Ziels. So. Und auf geht's hier. Und dementsprechend ist hier der Ausgang. Aber wartet mal, bevor wir Schluss machen, machen wir noch eine Sache. Und zwar hier außen haben wir ja einen Hexenschalter betätigt. Das will ich euch noch schnell zeigen, wie ihr das macht. Hier, dieser Dude ist auch mit am Start. Ach ja, komplett lost, was ich schon wieder mache. Ihr müsst natürlich erstmal hier rüber. So, ey, chill mal, Mann. So. Wie geht dann hier hin? Nehmt natürlich diese Federn. Ui. So. Ihr haut hier ruf. Ihr müsst ja wirklich schnell sein, Freunde. Ja. Ihr denkt euch gerade, was das für ein krasser Scheiß. Ja, ist es. Ihr müsst jetzt hier durchfliegen, aber passt auf, dass er nicht auf den Boden kommt. Ansonsten war es da umsonst. Und da haben wir uns das Puzzleteil geholt. Very nice. So. Wir gucken jetzt aber nochmal. Ich bild mir ein. Da ging was in die Richtung. Der Typ muss geowned werden. Ich weiß es aber nicht. Nee. Habe ich mich getäuscht. Aber gegeben habe ich es ihm trotzdem. So, Leute, dann sag ich jetzt aber wirklich danke fürs Reinschauen, danke für Freezy Peak und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Gobi's Valley.